Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir uns hoffentlich den letzten Blutstein holen. Ich habe richtig Bock drauf, aber wir gehen erstmal nach unten. Ja, die letzte Aufnahme war ganz schön chaotisch, ne? Ich habe auch die ganze Zeit gemerkt, dass mein Mikrofon falsch eingestellt war. Ich kann das ja mal zeigen. Mein Mikrofon war so eingestellt. Es tut mir leid. Ich habe es jetzt wieder so. Und jetzt sollte der Sound auch wieder vernünftig sein. Da ist ja irgendwie alles schief gelaufen letztes Mal, wa? Hoffentlich wird es diesmal besser. Ach ja, wir haben ja noch die Morgentrophäe. Aber ich habe auch noch ein paar andere Sachen mir aufgeschrieben. Erstmal was Kleines, das geht sehr schnell. Und zwar hier wollte ich einfach mal so und so machen. Damit wir die hier so in einer Reihe haben. So. Sehr gut. Das war mir ein Anliegen. Außerdem müssen wir noch Sachen hochbringen. Wir hatten Fleisch, ich glaube, hier. Das geht noch. Kleinvieh, das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Großviehfleisch. Ja, wir holen so wenig Loksfleisch. Ich lasse das mal so. Aber Knochen natürlich wieder. Ja, da überlege ich, ob ich das so nehme. Ein Schädel. Irgendwie anders sortieren oder so. Oder ich mache so und so. Ja, keine Ahnung. Weil das sind ja immer noch keine vollen 6, ne? Ich würde die ja immer bei vollen 6 hochbringen. Also lasse ich das, glaube ich, nochmal. Und was hatte ich noch? Knochen hochbringen und Fleisch. Ja, ich glaube, das war's. Ansonsten war, glaube ich, alles soweit easy. Ich gucke nochmal bei den anderen Fleischsorten. Aber wir haben gerade alles schon durchgeguckt, ne? Das und hier. Ja, das ist okay. Gut, dann nehme ich das hier auch noch mit. Und wir gehen mal kurz zum Speicher. Und laufen hier hinten hin. Boss-Trophäe. Die kommt hier hinein. Ja, da muss ich jetzt eine neue Reihe aufmachen. Das ist aber schade. Gut. Fleisch. Können wir hier rein tun. Zack. Und das war's. So. Ja, Knochen, kein Plan. Machen wir dann irgendwann, ne, wenn es wieder voll ist, dann gehen wir wieder hier hoch. So, das war auch schon alles an To-Dos. Aber ich weiß auf jeden Fall, wir haben ja Mehl angestellt. Ich weiß nicht, ob wir das bei der letzten Aufnahme gemacht hatten, kurz bevor wir die Aufnahme beendet hatten. Keine Ahnung. Aber ich gucke sowieso erstmal nach Harz. So. Hör damit. Hör damit. Und hiermit ebenfalls. Und tschüss. Dann nochmal zu den Trauben. Ach, verdammt, ich merke gerade, ich glaube, ich hätte mein Inventar vorher leeren sollen. Weil diese Mehlsachen sind ja doch schon echt viele, ne? Ja, und wir müssen jetzt leider in den Regen raus. Naja, was soll's. So, Trauben. Nischt. Und wie ist das hier mit den Mühlen? Sind die... Ach so, ja, gut. Ja, das ist, was ich meine, ne? Kurz vor der Aufnahme, als ich die letzte Aufnahme beendet hatte, habe ich das schon nachgefüllt. Das heißt, es braucht noch ein Weilchen. Gut. Und etwas weiteres, das noch anstand, war Kohle. Weil da haben wir ja auch enorm eingebüßt. Ich würde gleich nochmal kurz nach unten gehen und sogar noch eine neue Fuhre anmachen. Ich glaube, wir hatten ja noch ein paar Erze. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Zwambo vom guten Erz haben. Ich glaube aber ja. Mal gucken. Erstmal nehme ich hier die Barren auf. Laggedy-lag. Flauschi ist da echt festgeklemmt, ne? Plusi ist da jetzt auch. Zapfi. Kann es sein, dass er die Treppe hier hochgegangen ist und hier hintergefallen ist? Keine Ahnung. Mal gucken, was passiert. Ich lasse ihn da jetzt erstmal. Erze. Perfekt. Ein Zwambo. Oh, ein Zwambo bitte. So. Und so. Dann Co. Und das meine ich, ne? Ist bald down. Da müssen wir auf jeden Fall ein wenig wieder aufstocken. Und das ist ja mittlerweile ziemlich einfach. Hatte ich ja schon die eine Aufnahme gesagt. Da brauchen wir diese Kohlemeiler nicht mehr für. Denn die brauchen wir nur, wenn wir Kohle außerhalb der Ashlands machen wollen. Aber in den Ashlands verbrennt Holz ja jetzt und wird zu Kohle. Das ist ja perfekt. Das heißt, wir ballern einfach ein bisschen mit dem Feuerball auf den Boden und schmeißen da Holz rein, oder? Müsste ja klappen. Keine Ahnung. Und dafür brauchen wir aber auf jeden Fall jede Menge Holz. Ich verzichte mal auf die Shakes, weil die so selten sind. Gönnen wir den. Ach ja, habe ich ja schon. Und... Ja, komm. Was soll's. So. Und dann nehmen wir uns ordentlichst Holz mit. Und zwar richtig viel.
Ich mach mal das ganze Inventar voll. Komm. Ne, wir haben ja Holz auf dem Speicher. Mehr als genug. Keine Sorge. Und dann müssen wir uns zwar jetzt schleppen. Das müssen wir dann gleich auch nochmal, aber was soll's. Dann haben wir es auf jeden Fall abgehakt, ne? Und dann machen wir dann nicht jetzt erstmal so 2-3 Stacks, sondern dann machen wir gleich einen richtig dicken Haufen. Ich habe keine Ahnung, wo diese Portale hinführen. Das Reiseportal. Nehme ich das hier einfach, Notasche 3. Wir sind da wahrscheinlich auf Türmen oder so, ne? Ich gehe mal zur Notasche 4 und guck mal. Nein! Scheiße. Ja, toll. Komm, so. Und nochmal alles aufheben. Ich weiß, ich hätte die Ausdauer aufladen können, aber ich will jetzt erstmal durchgehen. Und wir sind hier. Ah, das ist perfekt. Hier sind wir gut geschützt. Das bedeutet, ich kann hier... Ah, hier regnet es ja auch gar nicht. Stimmt. Ich wollte es nicht in den Regen werfen, aber das ist ja völlig irrelevant. Dann schmeiße ich hier mal. Hier vor so. Hier so in die Mitte. Ganz viel Holz. Oh. Schön alles auf dem Haufen. Spielen wir eine Runde Mikado. Und dann baller ich mit dem Feuerball drauf, oder? Das müsste dann ja diese Flämmchen machen. Per Zufall. Da. Und das müsste die dann in Kohle umwandeln, oder? Oder nicht? Ich glaube ja. Ja, jetzt ist natürlich genau da keine Flamme. Warte mal. Wenn ich sie direkt ins Feuer reinwerfe. Ich probiere es mal. So. Damit. Ja, 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 ja. Kein Platz im Inventar. Ach, weil ich hier den Grausten aufgenommen habe. Gib mir den letzten auch nochmal bitte. So. Und da haben wir doch eine große Flamme. Da schmeiße ich das jetzt mal rein. Den Grausten da. Ach ja, na klar. Geht nicht. Ach so. Verstehe. Wenn ich da draufstehe, dann könnte sie auch weggehen. Hm, die verändern sich. Ich probiere mal. Da so rein. Keine Ahnung. Komm schon. Wenn ich es nicht will, dann passiert sofort, weißt du? Oh oh. Ah! Nein, 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 nein. Und tschüss. Huiuiui. Und ich baller mir das. So. Shit. Das wäre so geil gewesen, wenn er es noch getroffen hätte. Achso. Kommt doch so rum. Ach, ist jetzt drin. Ja, so geht's auch. Schön festgebackt. Brenn mal. Geil. Und noch ein. Oh, die Federn landen dann vielleicht oben, ne? Ja gut, was soll's. Dafür haben wir ihn gekillt, ohne dass uns was passiert. Also noch sicherer geht ja gar nicht. Schon klar, der hat das Portal kaputt gemacht, ne? Ja. Nein, das Edelholz ist auch verbrannt. Es war so klar. Weißt du, das verbrennt natürlich. Haben wir schon wieder das Dilemma vom letzten Mal. Scheiße. Okay, wo ist das nächste Notportal? Wir haben einen mysteriösen Ort da oben. Ja, weil ich habe gesagt, letztes Mal hatte ich es ja gecheatet. Und das war dann ja irgendwie so semi-geil. Hier ist eine Himmelsfeder. Da auch. Und da auch. Jetzt habe ich hier natürlich das ganze Holz liegen. Ich würde trotzdem auch ganz gerne dieses hier wieder zu einem Spot machen. Aber, weil hier Not 2 ist, laufe ich jetzt mal kurz rüber. Hole Edelholz und laufe hier wieder zurück. Ich cheate jetzt das Edelholz mal nicht. Ne? Oder? Und weil das für euch boring ist, spule ich das eben vor. Das heißt, ich packe das hier hin. Ich schmeiße das ganze Holz, was ich hier überall hingeworfen habe, mal auf einen Haufen. So. Damit. So. Und das da ist Grausten. Das kann da liegen bleiben. So, dann das hier auch noch dazu. Und falls das hier zu Kohle wird, soll es nicht despawnen. Deswegen baue ich hier eine Workbench rein. So. Und schmeiße das restliche Holz auch noch drauf. Dann kann das schön zu Kohle werden. Und ich laufe eben zu Not 2. Hol Edelholz. Und komm hier wieder her. Und weil das für euch boring ist,
boring ist, spule ich das eben vor. Also, bis gleich. Okay, ich bin gestorben. das ging ja relativ schnell. Da war ich dann doch wieder, glaube ich, ein bisschen zu eifrig. Ich gucke mal, ob ich pennen kann. Kann ich. Dann erst einmal gute Nacht. Guten Morgen. Und dann laufe ich mal direkt runter. So. Und diesmal können wir es dann auch andersrum machen, weil ich muss jetzt sowieso durch irgendein Portal gehen. Das heißt, ich gehe durch das andere Notportal und kann mir dann auch sparen, also den halben Weg sparen. Ne? Wir gehen jetzt sozusagen direkt auf den Rückweg. Das heißt, ich nehme hier das Edelholz mit. Swambo. Rabbit. So. Und dann ziehen wir uns die Klamotte an. Packen das hier auf die 1, das auf die 4 und das auf die 5, so wie immer. Zack. Und let's go. Hatte ich überhaupt meine Kapuze gerade auf? Nee, ne? Gut, so wie zu dem Thema. Oh, vielleicht sollte ich mal was essen. Das ja dann doch ein bisschen wenig. So, nach hier unten. Dann zack, zack und das. Und let's go. Feuerheilmet könnte ich mir auch gönnen, weil wir so viele davon haben. Stimmt, Met muss ich auch wieder neu aufsetzen, ne? Dürfen wir nachher nicht vergessen. Und ich gehe, ja, das ist jetzt natürlich down. Das war Notasche 2, wo ich gerade auf dem Weg war, ne? Oder war es 3? Ich guck nochmal. Weil ich will jetzt hier nicht permanent irgendwo hinrennen. Ja, Not 2 war es. Hier bin ich gestorben. Also, hier. So, hier sind wir. Und wir müssen nach da so. So sei es. Energieschild. Und let's go. Ich habe jetzt natürlich auch keine Tränke. Vielleicht ein bisschen unvorsichtig, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ich weiß gar nicht mehr, wir müssen hier lang und dann hier so rüber, ne? Oder hier rüber? Hier ja scheinbar nicht. Mal schauen. Ich gehe erstmal so in diese Richtung. Und versuche auch alle möglichen Feinde zu outrunnen. So. 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 Rabbit. Und nix wie weg hier. Ja, diese kleinen Mobs, die ignoriere ich mal. Oh oh. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich versuche mal wegzurennen. Schmeiß mal das hier weg. So, ja, sie kommen auf mich zu, aber ich springe da oben auf den Felsen. Mach mal bitte Ausdauer voll, das wäre sehr nett. So. Weil hier kommen die niemals hoch. Gut. So, dann können wir uns jetzt erstmal ein bisschen orientieren. Wir sind schon gar nicht so schlecht, wir müssen da lang. Ich weiß nicht, ob es da... Huch! Oh, ich komme hier doch hoch. Okay, not bad. Habe ich nicht mitgerechnet. Oh, morgen. Bitte sieh mich nicht. Er hat mich nicht gesehen. Sehr gut. Das da sieht sehr heikel aus. Ich glaube, wir müssen da lang. Ja, da bin ich auch letztes Mal lang gegangen. So. Und hier lang. Und hier vorbei. Nee, da bin ich nicht lang gegangen. Hier bin ich lang gegangen. Wie bin ich denn hier rüber gekommen? Ach, hier rüber. Aha. Gut. Geier. Da ist ein Geiernest. Das kann ich nicht zurücklassen. Es tut mir leid. Wir brauchen Aegis. Deswegen gehe ich hier nochmal auf den Bogen, um in Sicherheit zu sein und mich auf den Kampf vorzubereiten. So. So. Dann. Ach ja, wir haben ja gar keine Wurzeln. Die wollte ich gerade runterballern. Ja, dann wird es schwierig, ne? Ja, da muss ich abhauen. Aber da ist auf jeden Fall ein Nest. Soll ich mir das eintragen? Ja. N. So. Gut. Wir müssen auf den Bogen rüber und dann nach da. Let's go. Ich nehme den Stab weg, damit wir ein bisschen schneller sind. So, Ausdauer aufladen. Und hoch da. Wow, 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 hey, hey, bleib mal hier schön auf der Spur. So, warten. Wie kommen wir hier weiter? Da lang und dann hier? Da? Oder da? Wahrscheinlich da, ne? Ne, hier.
Hier bin ich letztes Mal lang gegangen, da muss ich hier dieses Mal auch lang können. Keine Ahnung, wie ich hier durchgekommen bin. Ganz ehrlich. Hä? Hier nicht lang. Ja, ja, komm. Ja, den müssen wir kurz plätten, ne? Wow, 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 hey, hey, ganz ruhig bleiben, Jungs, ganz ruhig. Hä? Oh, ich glaube, ich bin hier gerollt. Scheiße. Mann, na gut, okay. Kann ich nochmal pennen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, gut. Ja, aber jetzt merke ich, das ist ja doch wieder ganz schön repetitiv. Und das wollte ich verhindern. Deswegen, vergesst, was ich gesagt habe, ich spule es doch vor. Also würde ich sagen, bis gleich. So. Und hier sind wir wieder. Oh, Gott sei Dank. wo ist denn das Edelholz? Das ist bestimmt noch in einer der Särge, ne? In einer der Gräber. Särge vor allem. Ich guck mal hier. Ja, da ist es. Das kommt weg. Das, das und das. Und ich muss das Portal hier mal kurz hinbauen. Jetzt habe ich kein Holz dabei, ne? Naja, gut. Das kriegen wir trotzdem schon hin. Also, natürlich habe ich das jetzt alles enorm verkompliziert. Was ist denn hier in diesem Grab noch drin? Da waren, glaube ich, die Federn drin. Weil ich habe jetzt natürlich hier auch mehrere Rüstungen, ne? Logischerweise. Hier sind 20 Holz. 20 Kohle. Ich glaube, das ist das ehemalige Holz. Oh, Mann. So, du stirbst. Okay, also, wir müssen hier gleich nochmal her. Weil hier sind noch... Was war hier drin? Ja, die beiden Ersatzrüstungen. Und der ganze Stuff. Und das Edelholz, natürlich. Das nehme ich mit. Dann gehen wir mal kurz rüber zu Not 4. Bauen das Portal und so weiter und so fort. Und vielleicht hole ich mir dann... Stopp! Das Notportal, ne? Aber wir haben ja kein Holz. Scheiße. Oh, dieses mit dem Holz. Das ist schon echt nervig, muss ich wirklich sagen. Weil, also, zwar irgendwie cool, dass es verbrennt und so. Es ist ein cooles Gimmick. Aber, boah, ist das lästig, ne? Da musst du ja immer mit extra Holz herkommen. Eigentlich musst du dir immer eine Kiste machen, wo... Notholz und Edelholz drin ist, ne? Weil sonst verkohlst und dann hängst du da, so wie wir jetzt. Vielen Dank für nichts. Aber gut. So, da ist die Festung. Oh, hier ist es auch schon schön frei. Das ist schon echt angenehm. Schön übersichtlich. Aber gut. Ist jetzt ein bisschen Zeit vertrödelt worden. Ist natürlich schade, weil das ist halt immer Aufnahmezeit für mich, ne? Also... Natürlich kostet es mich Zeit, die dann letzten Endes für euch nur ein paar Sekunden sind. Das ist für mich dann immer ein bisschen schade. Es ist halt sozusagen verschwendet. Ne? Ihr versteht schon, was ich meine. Aber gut, so sei es. Ich will jetzt auch nicht hier die ganze Zeit sterben und dann irgendwie genervt sein. Und dann ne, meckere ich die ganze Zeit bei euch rum. Alles so doof hier und so. Das, keine Ahnung. Nö, da bin ich raus. So. Wir bauen hier das Portal. Zack. Notasche 5 war das, ne? Notasche 5, so. Oder mit einem Leerzeichen dazwischen. Mit einem Leerzeichen dazwischen, glaube ich. Nicht. Hä? Notasche 5 müsste es doch sein. Oder heißt es Not 5? Oh oh. Warte mal. Not 4. Notasche 4. Na also, gut. Und dann das Holz lasse ich mal hier. Die Kohle nehme ich mit rüber. Ja, hier ist auch nichts drin. Ja, dann bringe ich das schon mal weg. So. Und die Sachen bringen wir gleich zur Rüstkammer. Das spare ich mir jetzt mal. Da war einmal diese Rüstung hier. Weil ich bin natürlich unterwegs wieder geschoben. Die kommen auch weg. Und der Rest ist Loot. Kommt in unser Lootloch. Hier hinein. So. Und jetzt nehme ich mal extra Edelholz mit. Bin ich ehrlich. Hier. 40 Stück.
Und dann mache ich mir hier irgendwo so ein Rando-Portal. Hier irgendwo hin, keine Ahnung. Augen. 20. So. Und Südlingskerne. 4. Und dann mache ich mir... nein! Nicht einen von den seltenen. Ich Narr. Okay, wie auch immer. So. Das nenne ich mal XYZ. Und das nehme ich jetzt mit. Baue ich dann gleich wieder ab. Ich will einfach nur gerne Sachen schon mal wegbringen können, wenn wir dann gleich da sind, ne? Notasche 4 oder 5? 4 war es. Oder nicht? Ich habe einen 10er Holz vergessen. Den nehme ich natürlich auch mit. Also 30 und weg damit. Und dann gehen wir hier hinauf. Und Energieschild. Und let's go. So, hier lang. Moment, ich muss mal kurz was notieren. So. Und hier lang. Und da hinten müsste doch irgendwo auch noch unser Leichen-Icon sein. Ja, ne, die da. Ich glaube, die hat mich zweimal gekillt. Oh Mann. So, daneben. Bleib mal stehen. Und auf Wiedersehen. Gut. Ja, da sind sogar zwei Leichen-Icons. Gut. Ja, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Eigentlich wollte ich hier nur kurz ein bisschen Kohle machen. Das habe ich mir viel einfacher vorgestellt. Muss ich das in Lava werfen eigentlich? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist egal. Es kann doch ins Feuer geworfen werden, glaube ich. Wir werden das gleich nochmal Experimente mitmachen. Aber erstmal will ich hier natürlich unser Chaos wieder aufräumen. Und aus dem Blick noch wertvoller Loot. Ja, okay, so wertvoll ist er nun auch wieder nicht. Aber ist aber auch mittlerweile mehr als genug. So, das war Müll, den ich aussortiert habe. Gib mal her. Alles. Dann bauen wir uns hier mal ein Portal. So. XYZ. Alles nehmen. Verdammt. Ja, dann schmeiße ich das, das. Alles, was sich stackt, schmeiße ich hier hin. So. Alles nehmen. Oh, da war immer noch das hier. Das kann ich auch noch mit dazu schmeißen. Hauptsache, das Grab entfernt sich und das kommt weg und hindurch. So, das hätten wir schon mal. Dann würde ich sagen, wir bringen mal kurz den Stuff nach oben. Das, was wieder zur Rüstkammer kommt, das ist ja eigentlich fast alles. Also die Ausrüstung 1, Ausrüstung 2, dann der eine Froststab, der eine Feuerstab, der eine Schildstab und den Einserhammer. Gut, und dann ist hier noch Loot, das schmeiße ich ins Lootloch. Hätte ich auch eben gerade da unten auf den Haufen schmeißen können, ist glaube ich hier oben hin. Egal. Und außerdem sehe ich, Feuerball ist schon halb down. Ja. Komm, ich repariere mal Magie-Stuff. Der Rest ist noch okay. So. Und wir gehen wieder hindurch. So, dann mache ich das Portal weg. Die Workbench weg. Nehme alles mit. Das bleibt da liegen. So, und jetzt gehen wir zurück. Und können uns endlich darum kümmern, das Holz in Kohle umzuwandeln. Ich hoffe, das funktioniert. Stimmt, ne? Lava. Da könnt ihr auch ansonsten noch mit experimentieren. Vielleicht finden wir so eine ganz kleine Pfütze irgendwo. Und da können wir das dann reinwerfen. Müssen wir natürlich aber auch aufpassen, dass wir selber nicht dabei sterben. Ich glaube aber, das sollte machbar sein. So, da hinten müsste die Festung noch irgendwo kommen, oder? Jo, da ist sie. Sehr gut. Oh, und endlich ist Ruhe hier. Gott sei Dank. Und wir haben, falls das Portal da jetzt schon wieder zerstört ist und die das Edelholz wieder zur Kohle umgewandelt wurde, haben wir jetzt immer noch einen Zwambo dabei. Gott sei Dank. So, keine Feinde. Weit und breit, so will ich das sehen. Und hinauf. So, und jump. Sehr gut. Und ich habe auch keine Ahnung, warum das eben gerade zerstört wurde. Ich glaube, das kam vom Kampf gegen den Dingens, ne? Oder? Ich meine ja. Ach ja, na klar. Wir sind ja hoffnungslos überladen. So oder so muss ich also erstmal zum Lootloch. Ne? Und ich glaube, ich bin ganz ehrlich, ich packe mal hier in diese Kiste 20 Edelholz. Und eigentlich auch 10 Holz. Komm. Ja. 10 Holz und 20 Edelholz packe ich hier rein.
Einfach nur, damit wir es, ne, damit wir nicht nochmal so ein Chaos haben. Dann bringe ich mal kurz den Stuff ins Blutloch. So. Und zwar hier. Runder. So. Und dann sollten wir, glaube ich, wir haben ja genau das komplette Inventar gefüllt, ne? Wir haben jetzt so ein bisschen Holz weggenommen. Also ich glaube, 20 oder 30 Holz fehlen jetzt. Aber ansonsten sollte das ja alles komplett mit Kohle gefüllt sein. Mal gucken. Frag mich allerdings, wie sich das mit dem Feuer verhält. Kann es sein, dass wir... Oh, es wird gerade dunkel. Naja, wir sind hier ja recht geschützt, ne? Oh nein, es fängt auch noch dieser komische Sturm an. Dann sieht man noch weniger. Aber ist ja egal. Für unsere Verhältnisse, wir brauchen hier ja nur ein paar Flämmchen. Ich baller jetzt einfach mal ein paar Mal mit dem Feuerball. So. Und wenn ich da jetzt in diese Flamme genau treffend Holz reinwerfe, wird das dann zu Kohle? Noch ein Stück. So. Das müsste doch jetzt Kohle werden, oder nicht? Oder muss das von so einem Ding, das runterfällt, getroffen werden? Das ist dann natürlich was anderes. Hm. Ach so. Das habe ich mir viel einfacher vorgestellt. Ehrlich gesagt. Weil als wir das... Ich erinnere mich daran, wir haben mal einmal so den Rambock abgebaut. Da hat es dann auch gebrannt und das wurde doch dann auch zu Asche. Warum wird das jetzt nicht zu Asche? Es muss von den Meteoren vom Himmel sein. Kann das sein? Denn wenn das so ist, müssen wir es doch hier eigentlich einfach nur liegen lassen und warten, oder? Theoretisch. Und das mache ich auch. Ich lasse es mal hier liegen. Und wir gucken mal regelmäßig nach, ob sich hier irgendwas verändert hat. Ach, hier, Grausten, Alter. Schmeiß ich mal hier in die Ecke. Das ist hier nun wirklich im Weg. Hm. Na gut. Dann müssen wir warten. Ich würde das allerdings gerne lieber auf einen Haufen packen. Das liegt mir hier zu wenig auf einem Haufen. Machen wir mal so. Da ist Grausten. Dann schmeiß ich das mal hier hin. So, schön geschichtet. Ja, so halbwegs geschichtet. Sieht auf jeden Fall ordentlicher aus als vorher. So, dass das so ein großer Holzhaufen ist, ne? Perfekt. So, gut. Hätten wir das. Und dann würde ich sagen, wir warten einfach. Gucken mal hin und wieder nach, ob das endlich zu Kohle geworden ist. Es despawnt ja nicht, wenn hier eine Workbench ist. Und die haben wir hier. Das heißt, einfach mal gucken. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück und schmeißen uns in eine Pofe, wa?